Jo Leute, damit willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video soll es mal um eine neue exotische Waffe gehen, denn es gab ja heute so ein, ich sag mal, geheimes Update und hierbei gibt es jetzt hier den neuen Greiferbogen und diesen kriegen wir auf jeden Fall bei einem Charakter und zwar bei der Lara Croft und wo ihr die finden könnt und wie der Bogen so aussieht, was man damit machen kann, das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. So, ich bin jetzt hier in einer Runde Solo und wie gesagt müssen wir zu Lara Croft und die gibt es auf jeden Fall hier oben bei Stealthy Stronghold. Da werden wir gleich direkt mal hingehen. So, wir sind hier im Bus und unter uns direkt ist Stealthy, deswegen raus hier und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Wie gesagt, dort unten in Stealthy gibt es die Lara Croft, die rennt immer in so einem Gebäude rum. Ich kann direkt mal zeigen, wo und zwar hier vorne in diesem Gebäude, relativ in der Mitte. Da gibt es die Lara Croft, da werden wir auch gleich diese Sprechblasen sehen. So, da sehen wir sie auch schon. Da ist die Lara Croft gerade neben dem Gebäude und bei ihr kriegen wir auf jeden Fall den neuen Bogen und den würde ich sagen, holen wir uns ganz schnell mal. Der kostet hier 500, soll mit ihr reden. Da ist der Bogen 500 und wir haben ihn gekauft. Man kann ihn 5-mal dort kaufen und ich werde direkt mal abhauen, weil ich glaube, hier sind ein bisschen zu viele Leute. Okay, so fliegt der Bogen, das ist auf jeden Fall schon mal nett. Okay, ich besorge mal kurz ein paar Waffen. Okay, okay. Und so, wir zielen und man kann sich einfach irgendwo dranhängen, ist halt so ein Greiferbogen. Und man kriegt keinen Fallschaden. Okay, das ist schon mal sehr gut. Man muss den immer nachladen. Und hier ist auch ein Gegner. Deswegen hauen wir ganz schnell ab. Man muss ihn nach jedem Schuss nachladen. Man kann damit halt auch nicht schießen, sondern sich halt einfach nur fortbewegen. Aber das ist auf jeden Fall sehr nice, um halt Leuten zu entkommen. Und der Bogen kostet, wie gesagt, 500 Gold. Hat man vielleicht gerade nicht so gut gesehen. Und insgesamt 5 Leute können sich den Bogen dort kaufen. Ihr müsst dann auf jeden Fall schauen, dass ihr euch ein paar Pfeile besorgt. Denn man kriegt nur einen Pfeil, wie man gerade gesehen hat. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen blöd am Anfang. So, ich will mal testen, wie weit man damit kommt. Von hier bis da oben hin geht das auf jeden Fall nicht. Ich guck mal, ab wann man hier dran springen kann. Ich bin hier gerade im Wasser. Und mal gucken, immer noch nicht. Okay, jetzt kommt man dran. Das sind also 50 Meter Entfernung. Also 50 Meter kann man damit so gesehen halt nach vorne. Okay, das geht aber ordentlich klar. Also müssten wir jetzt von hier aus eigentlich auch dahin kommen. Ja, okay. Das ist wirklich nice. Also wie gesagt, man kann damit sehr, sehr gut abhauen. Und, okay, das war gerade sehr knapp. Man kriegt keinen Fallschaden, wenn man sich halt irgendwo dranhängt. Das ist auf jeden Fall praktisch. Außer man fällt runter. Okay, das ging gerade auch. Okay, man kann sogar Schaden damit machen, habe ich gerade noch herausgefunden. Und zwar so macht man 90 Schaden mit, wenn man halt damit jemanden trifft. Aber man zieht sich halt auch zu dem Gegner hin. Ist also nicht unbedingt schlau. Ja, muss ich sagen, für 500 geht das klar. Ich würde wünschen, wenn man halt direkt ein paar mehr Pfeile kriegt. Aber ansonsten muss man sich die halt besorgen. Die gibt es ja überall. Aber das ist nice. Ich guck mal, ob man auch Fallschaden vermeiden kann, wenn man halt so runter will. Ich bin jetzt hier ganz oben und will runter. Und ich kriege keinen Fallschaden. Okay, muss ich sagen. Ist mega nice. Ich zeige mal kurz, wie der aussieht. Das ist der Bogen, der Greiferbogen. Ist halt exotisch und die gibt es nur bei der Lara Croft. Also auf der Karte genau hier bei dem Gebäude, da ist die Lara Croft. Nur dort kriegt man den Bogen für 500. Insgesamt 5 Leute können sich den auf jeden Fall dort kaufen. Ja, muss ich sagen, ist mega nice. Was mich ein bisschen nervt ist, man muss den halt immer nachladen. Weil jetzt, okay, jetzt ging es automatisch. Okay. Muss ich noch ein bisschen herausfinden. Aua, das hat weh. Auf jeden Fall, cooler Bogen. Und das wollte ich hier kurz gezeigt haben. Ja, und ich würde sagen, das war es dann eigentlich auch schon hier an der Stelle mit dem Video.